I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. Those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate. Only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world. That will give men a chance to work, that will give youth a future, and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power. But they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason. A world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Anna, du hast übrigens die Muni liegen lassen. Oh. Hier. Ich bin... Wer schießt da? Entschuldigung. Wow, Flo. Kannst du den nicht mitnehmen kurz bis nach unten? Ich hab's nicht genau. Wo bist du? Unten. Wo ist die SVD war? Verdammte Scheiße. Wo ist denn unten? Unten, ganz im unteren Bereich. Hast du geschossen? Oh. Ja, ich hab geschossen. Noob. Fuck it, Alter. Ja, nochmal. Cool. Oh, au. Alter. Das war mal richtig hoch. Scheiße, Flo, hab ich dich getroffen? Ja. Nice. Ja, Mann. Ich hab die Beine gebrochen. Die andere wurde kurz angeschossen. Jetzt kommen sie überall. Ja, das hatten wir ja schon. Hab ich dir was kaputt gemacht? Ja, alles. Nein, echt jetzt? Oh. Was geht denn da wohl? Könnte weg, Digga. Ach, nichts. Mach dir keine Mühen. Keine Umstände heißt es, ne? Oh, du Scheiße. Oh Mann, jetzt hab ich ja schwarz aus dem Bild. Anna, ich bin da im Zelt drin, da wo es gerade einschlägt, ne? Oh, okay. Ich muss hier weg von Anna.
Warum ich hier bin und ihr da. Anna, komm, lauf weg. Hier, da bin ich. Ich bin jetzt ziemlich schwarz gekleidet, ja. Bin hier in dem Zelt, wo ich kleingeschossen bin. Friendly. Ja, ich bin ziemlich zerschossen gerade von Anna. Ernsthaft, ja. Ja, wirklich. Was hast du denn alles kaputt? Die Jacke, die Hose. Ja? Jo. Oh Mann, das ist wirklich geil. Das ist so gemein. Ja, total. Hör auf damit. Was? Mach doch gar nichts. Ich meine den Chefkoch. Oh, meine ich, oh Gott, so ey. Alter, passt. Alle Toren, das fuck, oder? Auf Flo verarschen du mich, ey. Was? Wölfe! Habt ihr sie gehört? Oh nein, Wölfe. Run for your life. Ich mach das. Chip, die sind vor mir, es sind auch welche. Vielleicht ist schon wieder einer tot, ey. Ich bin Asiat, ich hab keine Angst vor Hunde. So ein kleiner Mitternachtssnack mal immer. Zwischendurch nicht schlecht, ja? Hauptsache. Wo genau seid ihr? Knusprig. Vor dem. Wo ist denn vor dem Wölfen? Oh. Sind alle bei mir! Los! Die sind los! Alle tot! Die sind auf mir! Die sind auf mir! Warte, komm, wir kommen! Wir sind viel zu Anna zurück, Anna zurück! Zurück, ja, ich lauf dahin, wo die Wölfe fällen. Das sind zwei Rudel! Das sind zwei Rudel! Ah! Hier sind sie! Hier kommt Anna! Ich werde nochmal schüchtern. Wow! Einer direkt bei mir! Ach, wo sind wir hier, Mann? Heiße, ich bin falsch gelaufen, wir hätten droppen müssen. Warte, runter, runter! Kommst du klar? Ja! Ich hier! Ja, ich komm klar! Hier Ein habe ich. Alter, Spiel, das sind aber echt viele, ey. Wir haben schon 4. Zwei habe ich. Es waren aber locker 10 oder so gefühlt. Lootest du? Holy shit. Bin ein bisschen angekräuselt. Ja, ich auch. Ich habe auch ein bisschen passiert. Ich nicht. Die haben gesehen, dass ich quasi Asiate bin. Jetzt weg, ja, ne? Jo. Und ein Heil? Ja, passt. Hätte ich mal Bock auf Wolfsnäher. Boah, ich bin einfach nur hier hoch, Alter. Plötzlich kommen wieder 7 Dinger oder so angesprungen. Ich denke, was ist denn das Schluss? Ja, ist schon cool. Ja, den hab ich gesehen, da kamen gerade aus der Polizei raus. Ja, auf den hab ich geschossen. Ist das Spiel noch lauter, Mann? Ja, jetzt hab ich natürlich Aufmerksamkeit auf den Kids, wenn du wieder aus der Ecke hast. Meine Polizei sind auf jeden Fall noch Leute. Ja. Hab einen. Das ist Shotgun. Nice. Das war ich. Ich hab einen. Weißt du, was kommt? Wir gehen. Ich würde auch sagen, wir gehen. Wir können weitergehen. Da läuft jemand jetzt ein bisschen auf der Polizei am Backsteinhaus. Ins Backsteinhaus. Warst du das? Nein, ich bin immer noch an der Polizei an der Mauer. Du musst dich ja sehen. Ihr seid doch südlich an der Farm unten, oder? Ja. Ja, wenn ihr da hoch zur Polizei guckt, steht auf eurer Seite an der Außenmauer. Ich glaube, rechts war auch noch was von uns, ne? Da auf oben auf dem Hügel. Sniper, ja, wir müssen aufpassen auf Sniper Hill, da ist bestimmt auch noch irgendjemand. Wie bist du an die Police dran gegangen? Bin ich. Ich kam von Novi aus hinten. Wer schießt? Ich aber es klopft. Ich hab B-Respawn-Punkt, ich versuch so schnell wie möglich zu kommen. Hier ist einer vorne, ne? Vario, bist du das? Ich bin hinter dir. Ja, Vario ist an der Ausmauer. Ich bin an der Ausmauer, direkt an der Position. Okay, ich sehe ihn, er ist links im Fenster. Genau. Oh, der hat den Rucksack total zerballert. Darf ich mit ihm reden? Meine Weste ist verpackte Muni. Ja. Kommst du raus, ich will dir wehtun. Große. Oh, da ist einer! Hast du? Negativ. Ne, hab ich nicht, aber angeschossen. Er ist angeschossen, er blutet. Wo ist da hin? Ich bin am Kampfschuss. Wie denn? Er ist tot. Wie? Er ist tot. Lebst du noch, Anna?
Hab den Busch weiter eingelegt, ja. Du bist tot? In der Polizei ist noch einer. Nee, hab ich nicht. Hab ihn gehittert in der Polizei, der tot ist. Kommt ein Erdgeschoss. Hallo? Oben in der Polizei noch zwei. Hab ihn da. Hab ihn getroffen, ich hab ihn, glaub ich, getötet, er ist tot. Hier ist noch einer. Ja, er ist jetzt tot, er ist tot. Okay. Ich habe auch oben einen Headshot gegeben. Der war, wenn du hochgehst, die erste Tür rechts und dann ganz hinten drin. Zwei Leute mit der Shotgun Gold, ich bin schon zufrieden. Komm ran, wer ist in der Police von euch? Keiner. Keiner? Drin sein. Gegner, ich bin daneben in der Garage. Ach so, okay. Da wo's. Boah, Alter, was? In der Garage bist du daneben? Ja, ich bin in der Garage drin. Bei der Police muss da noch was sein, ne? Soll ich dir helfen? Unten im Jail mit einem 4 mit 2 M4. Oh, meine Leiche ist noch da. So, ja, ich brauche eine Hilfe. Ich komm raus. Oh, er hat mich. What the fuck, Alter? Was ist das denn? Dann sollte Flo jetzt lieber warten. Ah, das ist aber ein leggy Scheiße. Ist tot. Hä, hey, was bin ich, Alter? Nice, Flo. Eigentlich hätte ich den so safe haben müssen, ich weiß gar nicht. Ey Leute, wenn da oben jetzt einer campt, ne, und wir lecken da hoch, sind wir tot, ne? So nebenbei. Ich gehe gerne als erster freiwillig rein. Ich geh mit, ich komm. Ich will nicht zweimal sagen. Hier ist der erste tot, den hab ich gehandschuldet, das war der, den ich gehandschuldet hab. Der hat rote Schuhe! Töt ihn! Der ist tot! Ey, wieso habt ihr die Leiche noch nicht ausgezogen? Ja, drinnen war ich noch nicht. Die mag ich schon, hier bin ich drin. Ja, aha, okay. Dann hab ich noch. Adrenalin. Rausch. Dann das kannst du den abschalten. Adrenalin Rouge. Wie ist hier irgendwie rumlaufen können, ne? Ja, ich kündige mich vorher an. Meinst du mich? Was sind wir denn bei Ihnen vorrein? Ja, leck mich doch am Arsch. Hey, es ist keiner bei der Garage von uns, oder? Nee, nicht, dass da das Zeug diesbahn. Ich hab, glaube ich, gerade beim Piano gesehen. Ich glaube, beim Piano ist gerade jemand angelaufen. Ich komme hier durch den Loot nicht mehr vorbei. Das ist schlecht. Okay, Loot ist noch hier. Was bist du? Das ist unfertig.